Fillmore, ich übernehme das. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Große Klappe, weicher Kern. Erster Akt, der Schurke ohne Namen. Oh Gott, sehe ich richtig? 25 Cent. Hey! Ich weiß nicht, was die Aktion eben sollte. Na, worauf habt ihr heute Abend Lust? Wollen wir ein bisschen im McSchwein und Co. Kinder ärgern gehen? Na, Klärchen. Wo wir gerade von Ärgern reden. Kumpelchen, vergiss das. Die Taschenrechner-Gladiatoren können jede Minute auftauchen. Besorg lieber auf die Schnelle Kleingeld. Ganz genauchen. Na, da mache ich mal flinke Hufe. Und pass ja gut auf hier. Tschüsschen. Hey, Eric. Und bei dir alles soweit in Ordnung? Ich meine, alles im giftgrünen Bereich, ja? Das war eigentlich meine Frage. Hier. Ich dachte, Zahnstocher sind auf dem Schulgelände verboten. Hey, habe ich auch gehört. Aber das ist mir sowas von totalo egalo. Mein Orangensaft. Oh, entschuldige. Ach, ist auch egal. Ich fand deinen Auftritt heute bei Mr. Delancey sowas von mega abgefahren. Mit diesem Haarschnitt sieht er doch aus wie eine halbtote Brieftaube. Vielen Dank. Aber warum nur brummt er dir den Tarantula-Pflegedienst nach der Schule auf? Ehrlich, ich meine, das Letzte, was so ein Typ wie du will, ist so eine komplett überflüssige Spinne betutteln. Tja, naja, dann... Ich muss jetzt zu der überflüssigen Spinne. Na klar, Winkerchen. Winkerchen. Was willst du von mir, Thaldon? Wenn du weiterhin vorhast, dich mit solchen Typen wie Eric Orban abzugeben, dann kann es sein, dass dein wirklich übler Ruf noch dein schönes blitzblankes Westchen beschmutzt. Vielleicht will ich ja genau das damit erreichen. Was redest du? Eric Orban hat überhaupt keinen Plan in seinem Leben, klar? Der Typ treibt sich rum und ist kriminell. Wir zwei sind was Besseres als er. Naja, ich habe super Karten für das Flügelhorn-Konzert heute Abend. Und da wollte ich dich unbedingt fragen... So, ich muss los. Hallo? Ist jemand hier? Eric? Die Spinne ist bewusstlos und Eric Orban steht daneben mit einer Chemikalie unbekannter Herkunft in der Hand. Na, das finde ich ja höchst interessant. Also, was ist passiert? Bis jetzt haben wir ein komatöses Maskottchen der Naturwissenschaftler, eine geheimnisvolle braune Flüssigkeit und einen Hauptverdächtigen namens Eric Orban. Das ist der böse Junge vom Dienst und er sagt kein Wort. Und diese Spinne Gildenstern auch nicht. Das macht nichts. Guck mal, ich habe einen Zeugen, der bereit ist, alles zu erzählen. Okay, man versteht ihn schwer. Aber wenn er deutlich spricht, haben wir den Fall ratzfatz aufgeklärt. Pollychen, würdest du uns bei der Aufklärung des Falls helfen? Ah, Polly hat mich gebissen! Orban wurde gerade erst von seinem Physiklehrer Mr. Delancey dazu verdonnert, sich um die Albino-Tarantel des Fachbereichs Physik zu kümmern. Das hat Orban gar nicht geschmeckt. Er hat sich öffentlich darüber beschwert. Gibt's dafür einen Zeugen? Mich zum Beispiel. Ich bin Thaldon Lombard, Gewinner des goldenen Reagenzglases und Gründer des Schottenrock-Clubs. Ich habe dieses ganze schreckliche Szenario genau beobachtet. Du hast also gesehen, wie Eric der Spinne das Gift verabreicht hat? Naja, also nicht so direkt. Aber er hatte gerade in der einen Hand die Spinne und in der anderen das Gift. Das reicht doch als Beweis. Es reicht, um ihn zu verhören. Eins muss ich dir mal sagen. Es wäre wirklich eine absolute Schande, wenn du die arme Spinne nur getötet hättest, um sie nicht mehr füttern zu müssen. Bleib hier! Er hat das Backpulver. Oh Gott, das Dressing. Nein! Das ist die Vinaigrette des Salatclubs! Thank you.
der bloß hin? Er kommt direkt auf uns zu. Jules? Wo bist du? Entschuldige, hier hast du deinen Hund. Was, Hund? Jules ist ein Pferd, du Volltrottel. Ein Miniatur-Blindenpferd. Mein Jules ist jedem blinden Hund überlegen, und zwar in jeder Beziehung. Schreib dir das hinter die Löffel. Nichts wie hinterher. Da, hinter dem Tankwagen. So ein Mist. Ist das klar? Er ist kein Hund. Jules ist ein Pferd. Ein Pferd! Zweiter Akt. Die schwindende Gerechtigkeit. Verschwunden? Die kleine Ratte ist verschwunden? Er ist mit einem Vogelscheuchenlieferwagen geflüchtet. Was höre ich? Die alte Masche mit dem Vogelscheuchenlieferwagen? Darauf seid ihr reingefallen? Oh, entschuldigt bitte, aber dieser Fall geht mir richtig unter die Haut. Raycliffe? Als Kind hatte Principal Forksom auch eine Spinne, die sie sehr geliebt hat, Gwyneth. Gwyneth war meine beste Freundin. Sie war freundlich und von großer Weisheit. Dank ihrer Unterstützung habe ich die schwierige Phase der Pubertät ohne große Schäden überstanden. Ich werde sie nie vergessen. Eric Orben wird nicht ungeschoren davon kommen. Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann werde ich ihn... Ich erwarte von euch, dass ihr ihn findet, ihn festnimmt und ihn dann zurück in die Schule bringt. Und dann wird er eine meiner berüchtigten Strafen kennenlernen. Ingrid, du bleibst auf dem Schulgelände. Vielleicht kriegst du was raus. So, Fillmore, du schnappst dir Orban. Und das noch heute! Ein Platinpass für einen schulfreien Tag? Donnerlittchen. Damit bist du aber wirklich fein raus. Das garantiert dir sowas Ähnliches wie Narrenfreiheit. Ja, das Gleiche hat mir Raycliffe auch gesagt. Das ist der Beweis dafür, dass ich nicht schwänze. Das ist die Adresse dieser Vogelscheuchenfirma. Wenn du Glück hast, findest du Orban dort. Zwei Walkie-Talkies? Falls eins ausfallen sollte. Schätze mal, es wird ein langer Tag. Polly will jetzt sagen, was sie heute zwischen 10.26 Uhr und 10.31 Uhr gesehen hat. Ha, habe ich recht, Polly? Ja, natürlich, O'Farrell. Riecht nach Essig. Hey, Ingrid, hörst du mich? Laut und deutlich, was gibt's? Ich glaube, unser Freund Orben ist im Schnäppchenmarkt, um seine mit Essig vollgesauten Klamotten loszuwerden. Gibt es von deiner Seite was Neues? Ich hatte gerade eine kleine Unterhaltung mit Orbens Freunden. Es war sehr interessant. Na gut, wir werden mit euch kooperieren. Ganz klärchen. Gut, wisst ihr, was mit Gildenstern passiert ist? Was ist das für eine blöde Frage? Sie haben Eric mit Gildenstern und dem Gift in der Hand gefunden. Außerdem hat er ständig rumgenörgelt, dass es ihn voll abnervt, diese Spinne zu füttern. Ganz genauchen. Also, glaubt ihr, dass er es war? Aber hallo, Eric ist ein schlimmer Finger. Anscheinend wussten wir beide noch gar nicht, wie schlimm er ist. Ich weiß schon. Ganz genau. Wow, sogar seine Freunde glauben, dass er es war. Ingrid, Alexandria würde dich gern kurz sprechen. Na dann mal los. Fillmore over. Bleib stehen, Pappnase! Ach nein, wenn das mal nicht mein guter alter Freund Cornelius Fillmore ist. Ich hab gehört, du bist unter die Guten gegangen. Hab ich eh nie geglaubt. Sieh mal einer an. Feldjäger Langley Turk hat auch in diesem Fall wieder mal den richtigen Riecher gehabt. Gut, dann werde ich dich jetzt in die Schule bringen, du laufender Meter. Halt, Sir. Ich mach gar nichts Kriminelles. Ich bin jetzt beim Security-Team, klar? Ich erfülle eine Mission im Sinne der Stadt. Na, Momentchen mal. Den Gürtel kann man in jedem Versandhaus bestellen. Bei dem Pass allerdings musst du schon ziemlich clever vorgegangen sein. Hör mir zu. Ich bin hinter diesem Typen hierher. Er soll eine Tarantel absichtlich vergiftet haben. Sei ruhig, Plappermaul. Wir sind hier nicht auf irgendeinem Kinderspielplatz. Das hier ist die Realität. Und hier gelten leider nun mal völlig andere Spielregeln. Und zwar meine. Verstanden? Halt, warte, Turk. Ich geb dir mein Wort, dass ich wirklich... Und ich geb dir genau 2 Sekunden, damit du endlich mal deinen nervigen Schnabel hältst. Aber... Klappe! Du Kappenträger, da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Was soll das? Tut mir leid. Heute spielen wir mal nach meinen Regeln. Du hast noch nicht gewonnen, du Oberpfeife. Wenn ich dich kriege, bastel ich dir aus deiner Brille ein paar Kontaktlinsen, du Hirni. Yo, du bist mega schrilli auf dem falschen Trilli, du Domino-Ponyträger. Denn Eric Orben ist komplett unschuldig. Haben wir uns endlich verstanden? Oh mein Gott, Entschuldigung, das tut mir wirklich leid. Mehr Culpa. Wie kann ich das denn bloß wieder gut machen, liebe Ingrid? Lieb und freundlich innerhalb von 3,5 Sekunden. Wie kommt sowas? Glaub mir doch, Eric hat es nicht getan. Ja, aber wer dann? Tja, das weiß ich nicht. Aber Eric war es nicht, das weiß ich ganz sicher. Bitte, du musst mir glauben. Danke, dass du hier warst. Ich melde mich bei dir. Third? Hi, Ingrid. Du musst mir helfen. Würdest du mal das Telefonbuch Seite 42 aufschlagen und sagen, was da drin steht? Das muss ich gar nicht. Ah, wie heißt das Zauberwort? Fotografisches Gedächtnis? Volltreffer. Seite 42. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Da stehen Adressen vom Ameisenzubehör-Großhandel bis hin zur Antilopenfellpflege.
Ach, außerdem ist da noch eine große Anzeige von der South General Tierklinik. Da wurde Gildenstern doch hingebracht. Volltreffer. Deshalb hat er die Seite aus dem Telefonbuch gerissen. Denkst du etwa das? Dass er hin will, um es zu beenden? Ja, vielleicht. Fillmore, fahr so schnell wie möglich in die Klinik. Ich rufe da inzwischen an und warne sie vor Orbin. South General Klinik, guten Tag. Bitte warten. Nein, bitte, das hier ist der Notfall. Ein Junge namens Eric Orbin müsste gleich bei Ihnen sein. Er hat braune Haare und riecht nach Essig. Bleiben Sie dran. Aber ich... Das Spiel ist aus, Orbin. Mist. Wenn man Ingrid mal braucht, ist sie nicht da. Das ist aber ein dicker Hund. Die frisst meinen Pass. Verdammt nochmal, das ist kein blinden Hund, sondern ein blinden Pferd. Halt! Warte, Sophia! Komm zurück, mein Mädchen! Ruhig, Brauner, ruhig! Hey, wo ist der hingerannt? Suchst du nach mir, du Vollpfeife? Dritter Akt. Die Maske fällt. Dann werde ich für dich mal alles zusammenfassen. Verkackeiern eines Feldjägers, unberechtigtes Rumfummeln an einem staatlichen Sitzgurt. Das dürfte schon mal reichen für einen lustigen Aufenthalt an einem Ort namens Knast. Zentrale an Officer Turk. Hallo, ich bin ganz Ohr. Nach unseren Angaben ist er ganz legal im Besitz dieses Passes. Und solange er ihn hat, kannst du ihm gar nichts. Tja, wir sehen uns dann wohl im nächsten Leben. Erst will ich deinen Pass sehen, du Knallcharge. Nun bleib mal ganz locker. Du weißt, dass ich ihn hab. Ich hab ihn dir bereits gezeigt. Egal, ich würde ihn trotzdem gern nochmal sehen. Was zur... Komm zurück! Hilfe! Nehmt diese Viecher weg! Hört auf mit dem Gequietsche! Hört sofort auf damit! Er ist auf einem Kamel geflüchtet? Richtig. Aber der beste Teil kommt erst noch. Er stand nur da und hat sich Gildensterns Krankenakte durchgelesen. Vermutlich wollte er Spuren verwischen. Beweise vernichten. Nein, das glaube ich nicht. So wie der da rumgeschnüffelt hat, hatte man eher den Eindruck, als ob er nach irgendwas sucht. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Es sei denn... Es sei denn, er wollte versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Verdammt! Hör zu, ich muss an diese Krankenakte kommen. Erzähl mir was über Eric. Mit großem Vergnügen. Eric Orbin ist ein ganz schräger Vogel. Er widerspricht ständig, weiß immer alles besser und macht alle nieder. Und das Schlimmste ist, dass sein mieses Verhalten auf andere abfärbt. Es verbreitet sich wie ein Virus, wie die Pest oder sowas in der Art. Spielst du damit zufällig auf Alexandria an? Alexandria ist süß und sehr nett und sehr leicht zu beeindrucken. Ich werde niemals verstehen, was sie an dem Typ findet. Wäre es auch möglich, dass Eric gar nicht so schlecht ist, wie du denkst? Oh. Eric ist für mich der allermieseste Fuzzi auf diesem Planeten. Aber falls du mir nicht glaubst, ich bin mir sicher, dass seine Akte meine Meinung unterstreichen wird. Fillmore, es gibt Neuigkeiten. Laut seiner Akte ist Orbin ständig in irgendwas verwickelt. Aber das Merkwürdige ist, Eric Orbin steht in allen Fächern 1, außer in Physik. Da hat er eine 1+. Ich finde, er wirkt nicht gerade wie ein typischer Einserkandidat. Ich greife mir seinen Physiklehrer. Mal sehen, was der dazu sagt. Ach, Moment, warte mal kurz. Weißt du irgendetwas über das markesanische Palmwurzelextrakt, Ingrid? Warum fragst du? Weil Gildenstern von dieser Substanz bewusstlos wurde. Meine Internetrecherche hat ergeben, dass es sich bei dem Palmwurzelextrakt um ein Mittel zur Schädlingsbekämpfung handelt, meist für größere Insekten. Es gibt nur einen Kammerjäger in der Stadt, der das Zeug einsetzt. Eliminatrix. Die Adresse ist Springfield Ecke Plainfield. Volltreffer. Gut, vielen Dank. Meinst du, dass Eric da steckt? Ich werd's rauskriegen. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Du
Du suchst nach Gerechtigkeit? Du hast sie gefunden. Sie trägt den Namen Feldjäger Langley Turk. Nun warten wir noch einen Moment, bis dein Freund Fillmore auftaucht und dann... Und hier bin ich auch schon, Turk. Ich hab doch immer gewusst, dass du ein kleines Miststück bist. Warum habe ich nur diese blöde Krawatte um? Schönen Tag noch, Herr Feldjäger. Und ich glaube, das gute Stück gehört mir. Komm schon, Eric, wir müssen uns beeilen. Du musst mir einfach vertrauen. Warum hast du das gemacht? Warum hilfst du mir plötzlich? Ich glaube nicht, dass du Gildenstern vergiftet hast. Du wolltest rausfinden, wer der Täter ist. Ich hab's Krankenblatt gesehen. Eliminatrix liefert nicht an die X. Aber wer an der X ist dann an dieses markisanische Palmwurzelextrakt rangekommen? Wer bloß? Das ist wohl die 1-Million-Dollar-Frage. Da hinten! Die Physikarbeiten von Eric, allesamt 1+. Trotzdem musste er dieses Jahr 15 Mal nachsitzen. Wie kommt sowas? Was soll diese Frage? Er schreibt Einsen und muss trotzdem nachsitzen. Ende der Geschichte. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber in dieser Welt ergibt vieles keinen Sinn. Ja, Arizona zum Beispiel lehnt die Sommerzeit ab. Man hat ein schnelles Auto, darf aber nirgendwo schnell fahren. Oder Katzen. Es muss irgendeinen Grund geben. Eric und seine Freunde Dimitri und Sanjay sind seit dem Kindergarten befreundet. Aber leider sind seine Freunde nicht so... Miese Spinnenkiller? Tja, nicht so klug wie er. Eric hat große Angst davor, wie ein Streber zu wirken. Er möchte viel lieber so rüberkommen wie seine beiden Freunde. Cooler Ganove. Deshalb pöbelt er so rum? Diesen Quatsch macht er aber nur, weil er denkt, dass das besonders cool rüberkommen würde. Ich weiß ganz genau, dass er Tiere sehr gerne mag, Officer Third. Er mochte auch Gildenstern. Eins steht also hundertprozentig fest. Er hat das Verbrechen nicht begangen. Fillmore, es wird hier immer bunter. Eric ist nicht nur ein Einserkandidat. Er liebt offensichtlich auch noch Tiere. Tja, das wusste ich auch schon. Du bist ein guter Wauwau, ein ganz braves Hundi. Gut, bleib wo du bist. Wir machen uns auf den Rückweg. Fillmore, over. Hallo, hier spricht der Geschäftsführer Edmund Quarry. Entschuldigen Sie den falschen Alarm. Irgendein Trottel ist in mein Büro eingebrochen und hat ihn ausgelöst. Ich bin kein Trottel, ich bin Feldjäger Langley Turk. Na los, komm schon, Eric. Wir machen hier einen Abflug. Es tut mir leid, Fillmore. Wir werden nicht beide zur Schule zurückkehren. Weil du nämlich hier bleibst. Weshalb hat Eric dich hängen lassen? Haben wir uns etwa in ihm getäuscht? Ach, ich habe keine Ahnung. Mal ist er böse, dann ist er wieder nett, dann wieder böse. Schon klar, von der Sorte kenne ich noch einen. Als ob irgendein Schalter in ihm umklappt. Der Geschäftsführer hat hier eine Durchsage gemacht und plötzlich ist Eric einfach... Donnerwetter. Hat er vielleicht einen Namen genannt? Ja, ich habe sowas verstanden wie... Quarry oder so. Ey, Fillmore, du musst sofort zur Schule zurückkommen. Ich glaube, ich weiß, wer es war und auch, warum er es getan hat. Alexandria. Oh, Eric, Gott sei Dank, das Security-Team sucht nach dir. Wir müssen dich an einen sicheren Ort bringen. Richtig, noch suchen sie nach mir. Aber schon bald werden sie alle nach dir suchen. Was meinst du? Also hör zu, ich werde die Sache mit Gildenstern auf meine Kappe nehmen. Aber erst musst du mir erklären, warum du es getan hast. Was redest du da bitte? Dein Vater ist Geschäftsführer von Eliminatrix. Du bist die einzige von uns, die Zugang zu der Chemikalie hatte, mit der Gildenstern vergiftet worden ist. Ich wollte dir wirklich nie irgendetwas Böses. Eigentlich wollte ich dir nur helfen. Ich wollte, dass die Leute glauben, dass Gildenstern krank ist. Dann hätten sie sie weggebracht. Aber ich habe ihr aus Versehen eine zu hohe Dosis verabreicht. Und dann habe ich auch noch die Flasche da liegen lassen. Ich habe es doch nur getan, weil du genervt davon warst, dich um die Spinne zu kümmern. Aber in Wirklichkeit hat es ihn gar nicht so genervt. Nein, er fand's klasse. Was? Ich sag's dir, Fillmore. Ich war's. Ich ganz allein habe Gildenstern vergiftet. Warte, Eric, nein! Wie bitte? Du mochtest Gildenstern? Aber warum hast du denn immer so getan, als ob du die Spinne... Warum sagst du es ihr nicht einfach? Setz dieser dämlichen Lügerei doch mal ein Ende, Orben. Gildenstern war mein allerbester Freund. Ich wollte nicht, dass es einer weiß. Genauso wie ich nicht wollte, dass einer meine guten Noten kennt. Und es sollte wohl auch niemand merken, dass du ein netter Kerl bist. Sanjay, Dimitri und ich sind befreundet, seit ich denken kann. Ja, ich bin klüger als sie. Und ja, ich mag Tiere sehr gerne. Aber sie sind nun mal meine einzigen Freunde. Sie finden die Schule doof. Und ich habe so getan, als ob es mir auch so geht. Du hast dich hinter einer Maske versteckt. Dabei hast du das gar nicht nötig. Die Leute würden dich auch so mögen. Tut mir leid, Alexandria. Wir müssen dich wohl mitnehmen. Oh nein, ich habe deinem Freund wehgetan und dann war ich auch noch zu feige, mich dazu zu bekennen. Ich habe alles kaputt gemacht! Hey, Finger weg vom Texas, du Blödmann, kapiert? Kümmere du dich um South Carolina. Hey,
South Carolina. Oh, heute so in Eile? Willst du hier wohl ganz schnell vom Acker machen, oder was? Das Spiel ist aus, Alexandria. Für uns beide. Die Lügerei, das Versteckspiel, einfach alles. Wirklich, Eric, es tut mir aufrichtig leid. Es tut mir alles so wahnsinnig leid. Und ich dachte schon, wir müssen den Notstand ausrufen. Na, Gott sei Dank. Ein Monat Schulverbot und ganze 6 Monate nachsitzen. Clubverbot für den Rest des Jahres und außerdem muss die Arme auch noch 2 Jahre lang Sozialdienst leisten. Das nenne ich mal eine harte Strafe. Gott sei Dank hat sich Gildenstern wieder berappelt. Und du dich Gott sei Dank auch. Hey, Eric! Geht's jetzt hier endlich mal los mit den Nachhilfestunden, oder was? Genauchen. Was habe ich da gehört? Nachhilfe? Ich muss los. Wenn Polly diesen blöden Kricker haben will, muss ihr Onkel O'Farrell sagen, wer Gildenstern das Gift untergejubelt hat. Nicht wahr, Polly? Nicht wahr? Au, sie hat mich schon wieder gebissen. Na komm, wir sagen's ihm. Nein? Ein Stündchen warten wir noch.